ich bin's, Reporter Barbie. Ich bin mitten in Berlin und stehe hier vor dem Barbie Dreamhouse. Aber davor stehen ist langweilig. Lass uns reingehen. Hier ist aber viel Licht. Barbies Geheimnisse lüften, das wollen viele heute. Schrille Journalisten mit Enthüllungsanspruch. Barbie ist 54 Jahre alt und keinen Tag gealtert. Sie ist immer noch glatt im Gesicht. Warum? Okay, danke. Soll ich den Namen noch haben? Von mir? Ja, oder nicht? Schreib Blaubeer-Barbie. Da sind ein paar Kinder. Hallo. Wenn du zu Hause mit deiner Barbie spielst, was spielst du dann? Ich spiele, wie die lebt und dass die auch mal auf ihren Pferden reitet. Ich spiele dann meist immer, weil ich habe ein großes Barbiehaus zu Hause und dann spiele ich mit denen meist immer, dass die zum Beispiel im Pool baden oder so. Und ich meine, du hast deine Barbie ja bestimmt schon mal ausgezogen, ne? Die ist ja ein bisschen anders gebaut als ein normaler Mensch. Was denkst du denn darüber, dass sie so einen Körper hat? Die kann richtig gut Spagat, wenn man die Beine auseinander macht. Das finde ich cool. Und wie ist es bei euch? Wollt ihr auch so einen Körper haben wie Barbie oder ist euch das egal? Also uns ist das eigentlich egal. Ich finde das sogar schon ein bisschen zu dünn. Zu dünn? Ein bisschen zu dünn schon. Naja, ich finde das eigentlich ganz normal, weil ich habe ja schon, glaube ich, so den Körper von Barbie. Ich finde es ja schön, dass die Leute, die protestieren, sich auch schick gemacht haben. Die Kinder da drüben sind genauso ratlos wie ich. Was soll denn das? Worum geht's hier? Aber warum protestieren die? Worum geht's ihnen? Entschuldigung, was macht ihr denn hier? Also wir machen gerade eine Protestaktion gegen Barbie Dreamhouse. Weil wir gegen die Werte sind, die über Barbie vermittelt werden und weil wir für freie Entfaltung vor allem in der Kindheit sind, weil wir für ein freies Rollenverständnis von Kindern sind und gegen Sexualisierung der Gesellschaft. Ich habe natürlich auch mit Barbies gespielt, aber trotzdem möchte ich meine Kinder nicht damit erziehen, mit diesem Verständnis von Weiblichkeit. Welches Verständnis von Weiblichkeit meinst du denn, dass sie große Brüste und schmale Taille hat? Einfach, dass eine Person, also dass ein Mensch einfach auf seine sexuellen Reize reduziert wird. Und ich muss ganz kurz posieren. Ganz kurz posieren. Also, der Mensch soll nicht auf seine sexuellen Werte reduziert werden und wahrscheinlich geht es auch um dieses Kochen-Putzen-Thema. Aber was ist mit Astronauten-Barbie und Piloten-Barbie und Arzt-Barbie und Barbie hat ganz viele Haustiere? Ist das auch falsch? Vielleicht kriegen wir noch was raus. Denken! Was ist denn mit Barbies Figur? Die ist ja sehr schlank und hat riesengroße Brüste. Hast du als Kind gedacht, du willst auch mal so aussehen oder war dir das egal? Ja. nee. Na, als Kind wollte man, glaube ich, mehr die Prinzessin sein. Da war das egal, wie die Barbie aussieht? Nee, die hat ja immer schöne Kleider angehabt, das war schon so. Aber als Kleinkind hat man, glaube ich, noch nicht so drüber nachgedacht, über die Figur. Also so 5, 6 Jahre? Nee. Was ja auch immer zur Sprache gebracht wird, ist der Körper der Barbie. Hast du als Kind mit Barbies gespielt? Ich habe als Kind mit Barbies gespielt. Ich habe mir die auch extra nochmal angeguckt und mir ist aufgefallen, dass zumindest meine Barbies irgendwie nicht ganz so dünn waren, wie sie heute waren. Also heute würde eine Frau mit Barbies Maßen ein BMI von 16,24 haben und damit wieder in der Lage sein zu laufen, noch irgendwie Platz für Organe, was ja irgendwie auch ziemlich wichtig wäre, oder noch in der Lage, ihre Menstruation zu bekommen, was so eine Frau irgendwie ausmacht. Und deswegen finde ich das Schönheitsideal, das Barbie präsentiert, ist auch ein falsches. Also ich finde, man kommt sich davor, als wenn man in so diesem Barbie-Haushalt drin, was man im Kinderzimmer stehen hatte. Aber eine echte Barbie zum Anfassen ist nicht drin. Nee, aber das soll ja auch, glaube ich, so sein. Man soll sich ja, glaube ich, selber als Barbie fühlen. Ah. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ha, das ist ja meine Erkenntnis. Ja. Also ich bin die Barbie, wenn ich da reingehe.
Genau, also so sollte es sein, weil die verabschiedet sich und sagt ja dann noch, man soll sich fühlen wie zu Hause. Ist Barbie nur ein Modephänomen oder beeinflusst sie die Kultur? Werden kleine Mädchen magersüchtig wegen Barbie oder mögen sie einfach nur Pink? Das sind definitiv die Haare und meine großen Brüste und meine schmale Taille. Darauf stehen die Männer doch. Oder nicht? Wir haben noch gar nicht die Männer gefragt. Was passiert eigentlich, wenn Jungs mit Barbie spielen? Wollen die dann auch so einen Körper? Oh, Ken! 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 Oh, scheiße. Hinterher! Oh, der hat sogar ein kleines Auto. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Ja, das Barbie Dreamhouse Experience. Ah. Ken! Das Ken! Gucke! Ken! In seinem kleinen blauen Auto. Hallo Ken. Hallo, bist du Ken? Oh, das wäre schön. Du siehst aus wie Ken und hast ein kleines blaues Auto. Ja, das habe ich. Du bist nicht Ken? Besuch. Nein, das ist Harry und ich bin der Fahrer. Und du bist nicht Ken? Oh, ich weiß nicht. Bist du ganz sicher, dass du nicht Ken bist? Wäre schön. Wir könnten Traumhochzeit spielen, wenn du Ken wärst. Ja, und wo ist die Barbie? Ich mache so lange die Barbie. Du machst die Barbie? Ja. Jetzt kommen alle mit ihren Autos hierher. Ja, wir können nachher mal Barbie und Ken spielen. Ja! Das Barbie Dreamhouse-Erlebnis hat sich für uns leider nicht eingestellt, weil wir nicht rein durften. Und selbst wenn wir reingedurft hätten, hätten wir einiges nicht filmen dürfen. Weil Barbie schläft nämlich nicht und Barbie muss auch nicht aufs Klo. Aber ich musste aufs Klo und durfte nicht. Ich musste auf die blöden Dixie-Klos gehen. Ja, und ich finde auch generell, dass man hier gar nicht so freundlich behandelt wird, wie ich das erwartet hätte von Barbie und ihren Angestellten und ihren Freunden. Ich habe mir extra so schick gemacht, aber irgendwie reicht's mir jetzt. Es ist echt die Luft raus. Ich gehe jetzt. Barbie girl in a Barbie world.